kommen zurück bei Harry Potter und ja, Hogwarts Legacy. Nein, Hogwarts Legacy. Ei. Beste Wart, ich hoffe, das funktioniert. Ich freue mich auf euch. Und jetzt gucken wir mal, was der kopflose Nick von uns möchte. Sie da. Ja, Sie. Sie wollten mich sehen, Sir? Ja, Sir Nicholas de Mimsey Porpington. Zu Ihren Diensten. Sehr erfreut, Sir Nicholas. Ich weiß von dem Buch, das Sie gefunden haben und den Seiten. Vielleicht kann ich helfen. Folgen Sie mir doch bitte. Es ist nicht weit. Halt. Ist nicht weit. Woher wissen Sie von dem Buch? Und dass darin Seiten fehlen? Wir Geister reden eben. Sie wurden mit Mr. Sallow in der verbotenen Abteilung gesehen. Keine Sorge, ich behalte das für mich. Das ist sehr nett. Dankeschön, Sir Nicholas. Es mag weit hergeholt sein, aber ich glaube, ich weiß, wer die Seiten hat. Ich kann sie gerne zu ihm bringen, wenn sie mir auf dem Weg dorthin einen kleinen Gefallen tun würden. Natürlich. Mit Sir Nicholas gehen wir direkt mit. Ein kleiner Gefallen im Austausch für die Seiten. Ja, es geht ganz schnell. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie in der Küche ein wenig fauligen Rinderbraten besorgen könnten. Ja, danke. Ich wollte in die Küche sowieso schon die ganze Zeit rein, aber ich kam da nicht rein. Wie bitte? Rinderbraten? Fauliger Rinderbraten? Korrekt. Fauliger Rinderbraten. Wenn man genau richtig hindurchschwebt, kann man ihn fast schmecken. Okay. Ich schätze, das kann ich tun. Aber warum ich? Ganz einfach. Meine geisterhafte Gestalt kann ihn nicht tragen. Ah, jetzt erklärt er mir, wie man da reinkommt. Ich habe mich schon Wenn das letzte Mal... Wenn Sie den Rinderbraten holen könnten, werde ich alles andere zu gegebener Zeit erklären. Da sind wir. Bitte die Birne kitzeln und eintreten. Wie bitte? Die Birne kitzeln? Ja, im Gemälde. Ich warte hier. Versuchen Sie, den Hauselfen nicht in die Quere zu kommen. Ich bin ein bisschen neidisch. Ich träume bereits vom süßen Duft fauligen Rinderbratens. Ich finde das, wie soll ich das sagen? Cool, dass, oder ein bisschen, ich bin ein bisschen neidisch auf die Hufflepuffs, die ihren Gemeinschaftsraum da um die Ecke haben, dass die einfach direkt in die Küche laufen können. Ich müsste von oben vom... Oben vom Turm runter komplett, wenn ich irgendwas haben will. Ich muss sie länger kitzeln. Ich dachte gerade schon. Eine Schülerin? In der Küche? Du. Was führt sie her? Diese hat höchstwahrscheinlich Hunger. Du weißt doch, wie viel heranwachsende Menschen essen können. Das macht Rookies Arbeit leichter. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Hallo, kannst du mir vielleicht sagen, wo der Müll ist? Am anderen Ende der Küche, wenn er noch nicht rausgebracht wurde. Immer der Nase nach. Dann finden Sie ihn gleich. Mein Gott, die Küche. Oh, ich heule gleich. Ist die geil. Wie geil. Oh mein Gott. Kann ich mit euch... ob das so hygienisch ist... Ich bin neidisch. Ich will hier was... Okay, hier ist ein Schuss. Revelio. Ich bin neidisch. Ich will hier was hier draus essen. Also, im Echt. Ich hier mir Twain. Ein willkommener Leckerbissen. Köstlich. Da. Wie es hier drin duftet. Also, ich bin neidisch. Ich bin neidisch auf die virtuellen Schüler, die hier jeden Tag was essen dürfen. Ich bin mehr als neidisch. Ohne Schmein. Küchentisch. Wenn die Hauselfen von Hogwarts fertige Speisen auf diesen Tisch stellen, werden sie auf magische Weise auf die Tische in der großen Halle direkt übertragen.
mein Gott, ich bin neidisch. Ich bin mehr als neidisch. Hier ist Rindfleisch, aber kein fauliges. Ich suche besser weiter. Ob es da Bita schon gab? Oh, neuer Zauberstab. Dings. Revelio. Guck mal da. Lebensräume der Hauselfen. Ach, das ist was? Lebensräume der Hauselfen. Die praktischen, kreativen Hauselfen von Hogwarts haben sich zwischen den Fässern in der Küche von Hogwarts ein gemütlich, dorfähnliches Zuhause geschaffen. Natürlich kann man sich nicht anmaßen zu wissen, wie es in ihrem Innern wirklich aussieht, denn Hauselfen haben eine ganz eigene, außergewöhnliche Magie. Das sieht cool aus. Das ist voll cool. Das ist cool. Also es ist schon cool gemacht. Doof ist halt natürlich... Ja gut, das kann natürlich wie das Zelt auch, wenn du reingehst, halt viel größer sein, als das jetzt aussieht. Weil ich wollte gerade sagen, das ist ein... Ist das nicht ein bisschen klein für ein Hauself? Ich meine, der passt da gerade... Kennt ja eben stehen oder so. Aber ich glaube, dass sie das schon größer gemacht haben. Ich finde die Magie von den Hauselfen auch voll interessant. Oh, das stinkt ja fürchterlich. Ich muss in der Nähe sein. Oh, eine Schülerin? Wie schön! Was darf Finky Ihnen bringen? Kürbispastete? Ein überbackenes Käsebrot? Klingt toll. Aber eigentlich brauche ich diesen fauligen Rinderbraten. Ah, Nick hat sie geschickt, oder? Greifen Sie zu. Finky vermutet, dass Nick es wohl langsam leid ist, sich an den Geschmack von Essen lediglich erinnern zu können. Wie, was? Wollt mir doch nur ein Stück Rinderbraten nehmen. Ist das so viel? Ist gemein? Zaubern du und die anderen Hauselfen das Essen für die große Halle? Oh nein! Nicht mal Hauselfen können Essen aus dem Nichts herzaubern. Essen ist eine der 5 wesentlichen Ausnahmen von Gems Gesetz der elementaren Transfiguration. Wir können es allerdings vervielfachen, umwandeln und natürlich zubereiten. Dann schicken wir es direkt in die große Halle. Dürfen hier nur bestimmte Speisen zubereitet werden? Das glaubt Finky nicht. Aber Finky hat die besten Ergebnisse mit Rezepten von Helga Hufflepuff erzielt. Und die hat schon gelebt. Ihr Quittenkuchen ist legendär. Aber auch dieser neumodische Räucherfisch aus Schottland wird immer beliebter. Sie hat schon gelebt, Helga Hufflepuff? Das ist cool. Ist es in Ordnung, dass Schüler in die Küche kommen? Nun ja, wenn Sie schon fragen. Schüler sollten nicht in der Küche sein. Aber Finky hat nichts dagegen. Wirklich nichts macht Finky glücklicher als die Gesellschaft von Schülern. Wir bekommen so selten Besuch. Und wir haben jede Menge Süßigkeiten. Kommen Sie gerne mal wieder. Boah, ich glaube, ich wäre einmal in der Woche wäre ich bei den Hauselfen, einfach nur um mit denen Zeit zu verbringen. Um mich bei denen zu bedanken für das geile Essen. Ich werde da, glaube ich, jeden Tag, einmal in der Woche zumindest. Danke für den Braten. War mir ein Vergnügen. Bis zum nächsten Mal. Und grüßen Sie Nick von Finky. Wie cool. Ich würde die besuchen. So. Ich würde die besuchen, auch für jeden Fall. Ist so ein bisschen irritierend, dass Dobby halt nicht hier ist. Ich weiß Frühstücken auf einmal richtig zu schätzen. Ja, ich glaube, ich würde hier sehr viel Zeit verbringen. Sehr viel. Mein Chat fühlt sich gerade ein bisschen hintergangen von mir, weil ich habe den Stream so... Normalerweise habe ich den Stream immer abends an. Und jetzt habe ich den Stream ausnahmsweise mal ein bisschen früher an. Der Hauself des Schulleiters, Scrope, schleicht sich manchmal spät in der Nacht auf einen Happen in die Küche. Wir schauen weg. Ja, der Hauself muss ja auch was essen. Ich frage mich ja, was die Hauselfen essen. Essen die Hauselfen überhaupt was? Oh, guck mal, da ist frisch gebackenes Brot.
Vor allen Dingen in noch so einem altertümlichen Ofen. Da schmecken die Brote immer am geilsten. Habt ihr mal frisch gebackenes Brot aus so einem richtig alten Ofen gegessen? Richtig geil. Oh, ich bin so neidisch. Aber ich weiß auch nicht, ob sie mir leid tun sollen, weil die halt hier auch hart am Schuften sind. Ich meine, die tun es ja freiwillig so und sie dürfen, leben ja dafür in Hogwarts. So. Ist ja nicht so, als ob die ja nicht mal einen Wohnraum oder so haben. Aber ist ja gleich, als wärst du Ich glaube nicht, dass es hier so kacke geht. Also ich rede jetzt nur von den Hauselfen in Hogwarts. Ich rede jetzt nicht von allen Hauselfen, sondern nur von den Hauselfen in Hogwarts. Ich glaube nicht, dass das den Hauselfen hier so schlecht geht. Und manchmal reicht eine Wertschätzung, ist einfach schöner als, oder ein Dankeschön ist schöner als eine... Finky hält uns Hauselfen hier in der Küche auf Kurs. Das ist in Ordnung. Sie ist eine gütige Elfe. Ich glaube, ein Danke der Schüler ist, glaube ich, den Hauselfen tausendmal lieber als irgendeine Bezahlung oder so, wie Hermine es haben möchte. Ich glaube, das ist tausendmal besser. Finde ich jetzt. Wo ist denn jetzt? Da ist der Pastor, kopflose Nick. Ah, Sie sind zurück. Gab es Probleme? Überhaupt keine. Finky schickt schöne Grüße und fauligen Rinderbraten. Das freut mich. Gütig, diese Finky. Bringen Sie das Rindfleisch zu Sir Patrick Delaney Portmore. Dann sind Sie diesen Seiten einen Schritt näher. Das ist alles recht kryptisch, Sir Nicholas. Was geht hier vor? Tut mir schrecklich leid. Das war etwas kopflos. Oh. Sir Patrick organisiert die Jagd der Kopflosen. Eine Gruppe kopfloser Geister, die diverse, kopflose Aktivitäten unternehmen. Kopflose Aktivitäten? Ja, Sie werden schon sehen. Nun ja, ich weiß nicht wie, aber ein Mitglied dieser Jagd, Richard Jackdaw, war zu Lebzeiten im Besitz der Seiten. Mein Plan ist, Sir Patrick den verdorbenen Rinderbraten zu bringen, damit er mir, uns erlaubt, an der Jagd teilzuhaben und mit Jackdaw zu sprechen. Sollen wir? Morgen Flo. Erstmal morgen Flo. Ich bin ja gerade am Stream. Nein, ich bin nicht noch wach. Ich bin, um 1 Uhr aufgestanden. Ich bin um 1 Uhr aufgestanden. Ohne Kopfschmerzen und wollte das Problem beheben. Ich dachte, der Rinderbraten sei für Sie? Ja, in gewisser Weise schon. Wissen Sie, ich versuche schon seit einiger Zeit, Zugang zur Jagd zu bekommen. Wenn Sie Sir Patrick das Rindfleisch anbieten, kann mir das helfen. Und Ihnen hilft es natürlich auch. Hat Sir Nicholas jemals an der Jagd der Kopflosen teilgenommen oder versucht das jedes Jahr wieder? Was wird von mir erwartet, wenn wir die Jagd der Kopflosen treffen? Überlassen Sie mir das Reden. Die können ein recht hochmütiger Haufen sein. Sie werden sie sicherlich willkommen heißen. Nicht zuletzt wegen des verdorbenen Rinderbratens, den sie mitbringen. Ich hätte mir gewünscht, dass man die gleiche Stimme wie in den Harry Potter-Zeilen für Sir Nicholas genommen hat. Aber ist die Jagd der Kopflosen gefährlich? Die Jagd der Kopflosen würde keiner Fliege etwas zuleide tun. Es ist nur eine Gruppe fröhlicher, kopfloser Geister. Sehr gut. Ich würde Sir Patrick gerne treffen und diese Jagd der Kopflosen sehen. Patrick, die Lady Portmore. Ah, wie schön. Sie werden es nicht bereuen. Oh, warte, bitte. Okay, mal gucken. Oh, okay, Filmsequenz, da bin ich dann doch mal wieder weg. Bleiben Sie hinter mir. Wir wollen zu Sir Patrick. Hey, Nestor, schau, wer da ist. Was haben wir gesagt, fast kopfloser Nick? Hallo, Sir Amsterdam. Dürfen wir durch? Wir haben etwas mitgebracht für Sir Patrick. Der will sich bestimmt wieder einschleimen. Reden die immer so mit dir? Alles nur Spaß. Sobald Sir Patrick mich bei der Jagd der Kopflosen mitmachen lässt, bin ich dabei. Dieses Geschenk wird ihn überzeugen. Oh, vergessen Sie nicht, warum ich hier bin. Sie werden Ihre Informationen vom jungen Jackdaw bald erhalten. Wo auch immer er ist. Oh, das ist der Friedhof von Hogsmeade.
Was ich jetzt nicht alles für einen Krug Met oder eine Lammkeule geben würde, dann wäre diese Party komplett. Wie wär's mit etwas ähnlich Gutem? Ah, Sir Nicholas, mit Begleitung. Wer ließ Sie herein? Wir haben da ein Geschenk. Das ist alles sehr verdächtig. Warum Sie wirklich hier sind, kann ich mir denken. Wegen Richard Jackdaw. Wo ist er denn? Können wir ihn sprechen? Jackdaw, wie? Nun, der ist hier. Oh, zu dumm. Ganz ohne Kopf. Sie wollten bestimmt schon immer wissen, wie das ist, was nicht? Oh, Sir, Sie scherzen. Ach, er muss hier irgendwo sein. Wird wohl gerade in einem Spiel verwendet. Wenn Sie ihn finden, haben Sie meine Erlaubnis, mit ihm zu sprechen, junger Mensch. Das kann ich Ihnen nach diesem herrlich fauligen Geschenk nicht verwehren. Sir, es gibt da noch etwas, das ich sehr gern mit Ihnen besprechen würde. Aber Sir Nicholas, wie oft muss ich es Ihnen noch sagen? Unsere Anforderungen sind recht eindeutig. Aber Sir, ich... Ah, das hier ist schließlich nicht die Jagd der Köpfe, die noch an einer Sehne hängen. Also bitte, folgen Sie mir und ich begleite Sie sehr gerne nach draußen. Nun denn, auf Wiedersehen. Vielleicht haben Sie mehr Glück mit diesen Burschen. Ich bin glücklich. Ich habe eine Videosequenz gehabt, ohne Lex. Ha! Also kann das doch gar nicht so schlecht gewesen sein. Hey, eine Sammelkarte. Was ist das? Zwei Kerzen. Okay, das muss ich mir für später merken. Eine Karte. Genau. Scheint nicht zu den fehlenden Seiten zu gehören, aber ich sollte sie mitnehmen. Komm da? Ich komme da nicht runter. Okay, da kommt... Revelio. Wer versucht sich als nächstes an unserem kleinen Kürbisversteckspiel? Hallo nochmal. Können Sie mir helfen? Ah, Sir Nicholas' junge Freundin. Hat er Sie verlassen? Aber nein. Ich muss mit Richard Jackdaw sprechen. Sir Patrick sagte, sein Kopf könnte hier irgendwo sein. Könnte sein. Es ist etwas unorthodox, Sterbliche einzubeziehen. Aber wenn Sie mit ihm sprechen wollen... Oh, warum nicht? Sie können mit Jackdaw reden, wenn Sie seinen Kopf unter diesen Kürbissen finden. Nicht nur einmal, sondern fünfmal. Der gute alte Dumfrey wird den Kopf jedes Mal versetzen, wenn Sie ihn finden. So sind die Regeln. Was sagen Sie? Warum nutzen Sie Jackdaws Kopf für dieses Spiel? Nun, da Sie schon fragen, Jackdaw ist unser jüngstes Mitglied, also prüfen wir ihn auf Herz und Nieren. Ja. Könnten Sie mir die Regeln nochmal erklären? Finden Sie seinen Kopf fünfmal unter den Kürbissen. Benutzen Sie den Zauberstab. Genauer kann ich es Ihnen nicht erklären. Wie sind Sie Mitglied der Jagd der Kopflosen geworden? Gemeinsam mit anderen Meuternden hat man mich exekutiert. Uns gefiel nicht, wie die Dinge in unserer Grafschaft liefen. Also nahmen wir das Gesetz in die eigenen Hände. Verrat ist ein so starkes Wort, doch so lautete nun mal unser Urteil. Es wäre alles besser gelaufen, hätte man mir das Kommando übertragen. Wenn das nötig ist, um mit Richard Jackdaw zu sprechen, dann tue ich es. Fabelhaft! Eine Sterbliche mit Zauberstab hat natürlich einen Vorteil gegenüber uns Geistern. Sie können nach Herzenslust loslegen. Vergessen Sie nicht, das Spiel endet erst, wenn Sie ihn fünfmal gefunden haben. Nun los! Zaubern Sie, bis Sie ihn finden! Thank you.
aus, als müssten wir noch einen Kürbis verstecken, was, Jackdaw? Gewiss doch, Dumfrey. Ich hatte schon bessere Momente. Revelio. Mit einem Zauberstab könnte ich das... So einfach sollte das eigentlich gar nicht sein. Nicht mehr lange. Sie Revelio. Wer hätte gedacht, dass eine Sterbliche so gut darin ist? Sie haben... Gar nicht schlecht. Aber noch sind wir hier nicht fertig. Oh, so ein Spaß. Eine Schülerin spielt. Revelio. Ist es schon vorbei? Oder läuft es noch? Zum Glück muss ich dieses Chaos nicht aufholen. Revelio. Mit einem Zauberstab könnte ich das auch. Und einem Körper. Gut gemacht. Der Zauberstab war natürlich nicht verkehrt. Dennoch sind Glückwünsche angebracht. Nicht übel für eine Sterbliche. Und jetzt sagen Sie Jackdaw, was Sie zu sagen haben. Sie haben es sich verdient. Gut gemacht. Aber was geht hier vor sich? Du gehörst nicht zur Jagd der Kopflosen. Nein. Sir Nicholas meinte, du wüsstest, wo sich einige Seiten befinden, die ich suche. Bei Merlins Bart! Ich weiß, was du meinst. Ich habe sie von Peeves stibitzt. Wie konnte ich das vergessen? Die Karte auf den Seiten führte mich in den Tod. Ich war nicht bereit für das, was mich in der Höhle erwartete. Die Seiten schimmeln wahrscheinlich mit meinen, Überresten vor sich hin. Was für ein letztes Abenteuer. Die Seiten haben dich den Kopf gekostet. Und ich muss in eine Höhle und deine Leiche suchen. Ja, man sollte meinen, ein enthaupteter Geist hätte sich an das Wort Leiche gewöhnt. Nun, ich hätte da eine Idee. Warum treffen wir uns nicht am Rand des verbotenen Waldes und ich zeige dir, wo du hin musst? Was werde ich in der Höhle finden? Abgesehen von meinen sterblichen Überresten, wenn ich mich recht entsinne, Schätze, eine magische Brücke. Aber was wäre das für ein Abenteuer, wenn ich dir die Überraschungen nähme? Hat jemand in der Höhle deinen Kopf abgehackt? Als ich mich umsah, spürte ich plötzlich eine erfrischende Brise. Danach war ich ganz, nun, benommen. Mehr weiß ich nicht. Daher solltest du sie nicht unvorbereitet besuchen. Warum genau, kann ich nicht sagen. Aber du wirkst scharfsinnig. Vorsicht vor einem leichten Lufthauch. Wie ist es möglich, einen Poltergeist wie Peeves zu bestehlen? Ich habe die Seiten nicht seiner Geistergestalt geklaut. Ich fand sie nur zufällig auf seinem Pfad der Zerstörung. Er neigt dazu, Sachen kaputt zu machen. Bücher, Flaschen, Rüstungen, was auch immer das meiste Chaos verursacht. Ich fand sie, nachdem er die Bibliothek verwüstet hatte. Er hat vermutlich nicht mal bemerkt, dass sie weg waren. Ich brauche die Seiten. Dann treffen wir uns am besten dort. Danke. Keine Sorge. Ich muss nur erst mit meinem Körper wiedervereint werden. Aber das kann Dumfrey erledigen. Wir sehen uns am Waldrand. Revelio. Der Karte da oben. Das Grab des Dorfbewohners. Ein Grab eines Dorfbewohners von Hogsmeade scheint die Aufmerksamkeit von Rockwoods Leute erregt zu haben. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade?
um. Ich bin in einer Minute bei Ihnen. Na dann, schauen wir doch mal, was ich im Sortiment habe. Meine Tür steht immer offen. Kommen Sie gerne wieder. Wo habe ich denn die Klamotten? Da sind die Klamotten. Revelio!